Guten Tag, meine lieben Leute. Hier bin ich wieder, der Gusua am Start. Und wie ihr es eventuell sehen könnt, da haben wir den Maxi King. Also sprich, er ist Town Hall 9 mäßig auf maximalem Level. Das heißt, er ist endlich auf Stufe 30. Und das finde ich natürlich ziemlich genial. Und da wird er natürlich dann auch gleich mal im nächsten Angriff definitiv eingebaut. Und dem möchte ich jetzt gerne. Relativ viel, wie soll ich sagen, Spaß zukommen lassen. Und da mache ich einfach mal einen Doppel, ja, einen Queen-King-Walk, würde ich sagen, dass der King halt auch nicht so schnell down geht. Gucken wir mal, was wir hier reißen können. Das sieht aber auch schon mal ganz gut aus hier. So. Also klar, logisch, Town Hall auf jeden Fall erstmal, dass wir da wirklich nochmal richtig schön Liga-Bonus mitnehmen. Und dann gucken wir mal, wie das hier läuft mit diesem doppelten, hier, aber hier ihr seht hier jetzt gleich gerade den den krassen Unterschied halt zwischen zwischen äh, den beiden Sachen halt wirklich hier halt die Luftabwehr die halt wirklich gleich gegen die Heiler gegen geht, aber man muss natürlich auch sagen ausgehalten hat er trotzdem was so ist es nicht so jetzt ist der Drache hier hoffentlich auch gleich down gucken wir mal wir wollen uns hier noch mal rein mogeln dass wir die Luftabwehr hier noch wegkriegen Drache. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt auch einfach ein, ein Poison-Spell nehmen, aber ich glaube, das ist so einfacher. Einfach da ein paar Bogies gedroppt, deswegen natürlich immer gut, wenn man da noch was übrig hat. Äh, wie sieht's denn aus hier? Du wolltest eigentlich durch die Mauer durch. Weil ich würde gern schon noch die 50% auf jeden Fall knacken. Das wird jetzt aber nichts mehr. Ich habe noch den Rage, also den internen Rage. Und das war's dann aber auch schon. Und ich habe noch meine CB. Schade. Da hat mir die echt so ein bisschen die Tour vermasselt. Was habe ich denn in der CB? Dass ich noch ein paar Sachen. Ich, ich habe keinen Plan, was ich drin habe. Das ist das Problem. Hier wird garantiert relativ viel los sein mit. Äh, ihr wisst selber, mit, mit äh, Fallen und so weiter und so fort. Ich gehe mal einfach hier. Okay. Auch nicht schlecht. Ja, ist jetzt nicht unbedingt. Das Maß aller Dinge. Ich, ich hau ja einfach mal einen Rage raus, aber da wird die Luftabwehr gleich zack. Ja, genau. Jetzt gucken wir mal, ob der Drago da noch reinfliegt. Aber ja, dann ist es halt so. Damit hätte ich ja jetzt noch gar nicht gerechnet. Mit den Truppen. Komm, geh noch schön aufs Goldlager. Genau, nimmst noch ein bisschen was Gold mit. Und dann passt das doch. Okay, 45 Prozent mehr ist es nicht geworden. Die Mauerbrecher kann ich mir natürlich schenken, klar. Jetzt haben wir aber wenigstens wieder noch ein bisschen Bonus bekommen. Und jetzt switche ich auch gleich wieder zu meinem, ja, anderen Dorf, wo ich natürlich auch ein Maxi King habe. Und das finde ich ziemlich nice, dass das mittlerweile schon so weit ist. Wie gesagt, Nova hat mich da. Äh, auf jeden Fall richtig hardcore-mäßig unterstützt. Ich dachte echt, Alter, was? Ist es nicht den sein Ernst, dass der da so abrasert? Aber doch war sein Ernst. So, jetzt gucken wir mal. Ich glaube, in der Schatzkammer war ich nichts mehr. Sonst hätte ich nämlich noch eventuell gleich zwei Mauern machen können. Aber so ist das halt. Ansonsten, wie gesagt, King und Queen, klar, jetzt am Schlafen kurzzeitig. Die müssen sich so ein bisschen ausruhen. Aber ansonsten. Ist das echt eine coole Sache? Jetzt gucken wir wirklich dann in den nächsten Folgen, wie es mit dem King dann weitergeht. Äh, ob der sich da wirklich richtig gut etablieren kann. Und dann passt das. Wie gesagt, hier brauche ich ja noch 43, na, 42.000 noch was, um äh, die Queen dann, weil die braucht 140k, um die dann auf Stufe 28 zu bringen. Und dann läuft das auch. Dann ist ja eh erstmal keine Queen walkzeit und dann passt das schon also von daher sehe ich das ganz ganz easy alles ansonsten wechseln wir mal den account und gucken wir mal was da geht so da bin ich wieder und zwar auf dem zweiten account so jetzt muss ich mal gerade gucken ob ich da überhaupt doch da bin ich auch in keep calm drin ich würde aber gerne wieder rüber wechseln und zwar in den bereich dass ich noch mal ein paar 1 äh, million loot angriffe zeigen kann. Hier, ja, habt ihr halt auch gesehen, denke ich mal, jetzt hier gerade relativ äh, ausgeglichen schon mittlerweile. Also ich habe halt mir gedacht, gut, okay, wenn du halt schon die Zeit hast, die du jetzt schon am Rathaus Bau, beziehungsweise wo der, wo die Bauarbeiter halt am Rathaus bauen, schon beschäftigt sind, kannst du natürlich dann gleich schon wieder ein bisschen was hochfarmen und dann halt eben ja gerne schon gleich ordentlich was Dunkles noch holen, dass ich halt gleich die Queen bauen kann. Der hier ist ziemlich nice. Also auch wenn ich jetzt das Alex so krass nicht brauche, aber ich meine mit 420k Alex. Ist das schon echt nice. Zumal hier hat er eine Luftabwehr im Bau. Und die anderen sind jetzt auch nicht so zentral. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil, klar. Und dann würde ich mal wirklich sagen, ich gehe mit ungefähr fünf Stück hier rein. Ja, ist ein bisschen mehr geworden. Und dann eben noch an der Stelle. So, jetzt gucken wir mal hier, dass wir ihn schön so setzen, dass das hier passt. Und hier noch. Ja, da wird hier der eine schon geraged. Das passt auf jeden Fall. Und dann gehen wir von hier schon mal anders lang so zack genau die eine Luftabwehr ist down die zweite Luftabwehr ist down und jetzt ist nicht mehr so viel da was halt die Drachen wer weiß wie killen könnte hier oben sind auch noch zwei und dann lassen wir das einfach schön laufen und jetzt gucke ich ich habe auch den ihr seht ja selber ich habe ja den dritten Rage immer noch am Start King jetzt gerade noch äh, geraged und dann passt das mal gucken ob der relativ schnell den Luftfeger hier noch klären kann das wäre natürlich ziemlich cool hätte ich nämlich noch ein Problem ja Nee, schade. Okay. Aber ich lasse das hier ganz easy peasy laufen. Es ist ja jetzt nichts mehr da. Was kann jetzt noch töten? Das ist gerade mal der Bogiturm, den wir hier sehen und das war's dann. Dann eventuell natürlich noch irgendwelche Luftbomben und das war's aber. Ganz easy ohne den dritten Rage und jetzt kann ich schön looten. So, ich musste mich jetzt leider nochmal muten, weil, weil ich gerade noch einen Anruf von der Firma gekriegt habe. Das ist ja jetzt nicht unbedingt dann so interessant für euch. Aber ja, lief ganz nett, würde ich sagen. Und dann äh, ist es halt eben auch cool. Da, da verwende ich dann halt echt gerne die Drachen. Und wenn ich das halt sehe, wenn ich den, den Loot halt sehe, dann sage ich mir halt wirklich gut, okay, dann kann man sowas auch machen. Wenn man halt dann aber wirklich nur 150 irgendwie von beidem bekommt, dann lohnt sich das natürlich nicht. So, da sind wir wieder. Dann haben wir hier vom VC, nee, VFC Anklamm, haben wir einen ordentlichen Raid, würde ich sagen. Ich dachte zuerst, oh, naja, nur gebartscht und guck dann aber, aha, okay, er hat noch Valkyren im Hinterhand, das könnte interessant werden. Mal schauen. Ich habe mir noch nicht angeguckt, ich habe nur am Anfang gesehen, ah, okay, die hat er. Und dann habe ich aber nochmal zurückgesetzt, weil ich halt eben auch genauso überrascht sein möchte wie ihr. Nebenbei. Lese ich nochmal ein paar Kommentare, beziehungsweise beantworte ich halt nochmal ein paar Kommentare. Hier wird aber erstmal schön gebarbart und jetzt auch archt, also jetzt gebarcht. So, äh, von unten her. Der, der ist mir jetzt zu interessant. Da kann ich jetzt gerade nicht die Kommentare. Ah, okay. Von der anderen Seite kommt er mit den Walküren. Die sind nur auf 1, aber trotzdem, ich meine, ist natürlich auch gar nicht so verkehrt. Die reißen halt auch schon einiges los, sage ich mal. Aber trotzdem ist halt wirklich so, in meinen Augen, so die, die Truppe, die ja in COC halt wirklich am, am wenigsten Beachtung äh, geschenkt bekommt. Gucken wir mal, das ist natürlich echt doof, dass die sich hier erst durch die Mauer durcharbeiten müssen. Aber gut, machen wir mal auf zweifach. Ich meine, er Loot war natürlich komplett in Minen und Sammlern drin. Hier wäre es natürlich geil, wenn du die äh, hier noch den, den King zum Beispiel hinschicken würdest. Ich denke mal, das geht klar. Oder halt die Walküren genau läuft. Ja, einwandfrei. Schön. Schön weggeraidet alles. Jetzt denke ich mal, machst du mit dem King nochmal die 50%, oder? Ganz genau läuft. Zack. Easy, ordentlich. Was weggeholt, auf jeden Fall. Oh, auch sehr nice. Gucken wir mal. Wir haben auf jeden Fall die Heiler mit dabei. Von daher bin ich auf etwas gespannt. Mal gucken, <laughs> was hier rauskommt. Ja, ich denke mal, dann wird er gleich von hier die Queen setzen, denke ich mal. Aber wir haben noch richtig, richtig fett Loot da. Ich hätte auch gedacht, dass noch mehr in den Minen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber zumal die, die Sammler auch extremst voll waren hier. Aber das ist krass, also mit den Minen hätte ich, da hätte ich mich jetzt auch echt übel verschätzt. Wir gucken gleich nochmal zum Anfang nochmal rein. Weil das sah für mich auch mehr so aus, als wäre da wirklich in den Minen mehr zu holen. Aber ist nicht weiter wild, weil die Queen hält ja ordentlich durch hier. Weil der Gegner ist halt jetzt noch nicht so high. Da kann man halt auch mit. Also, ich werde ja oft gefragt: Oh, wie sieht's denn aus? Queen Walk, ab wann, ab wann? Ich sage immer so: Ah, sie sollte schon 10 sein. Und das ist schon dann relativ gut. Hier war es auch meiner Meinung nach gar kein Fehler, dass er hier halt wirklich den Rage in dem Bereich gesetzt hat und nur die Queen gemacht hat. Weil die Queen wurde momentan nicht gehittet. Von daher. Wirklich nur für die Queen, dass die schneller reinkommt und dass er dann halt zeitlich nicht irgendwie in irgendwelche Schwierigkeiten kommt. Vollkommen in Ordnung, würde ich auch nie sagen, oh, warum hast du das so gemacht? Vollkommen in Ordnung. Wenn die gerade nicht angehittet wird, kann der Rage ohne Probleme äh, für die Queen selber verwendet werden. Gar kein Thema. Hier brauchen wir gar nicht drüber reden. Hier wird jetzt kein Rage verwendet, weil wirklich nur Flächenschaden und auch der eine Bogieturm hier ganz easy Sache, auch bei einer 10er Queen. Vollkommen richtig gemacht, alles und eventuell sogar noch. Ja, okay, schade, dafür hat dann die Zeit nicht mehr gereicht. Aber ansonsten vollkommen in Ordnung. Jetzt gucke ich aber gerne nochmal am Anfang hin. Ja, doch, doch, guckt mal. Hier sieht man es echt. Die sind nicht so ratzepatzevoll. Was heißt ratzepatzevoll? Aber die sind nicht so krass voll wie das Elixier. Das heißt also wirklich, der, der Vorgänger oder ein vorheriger Angreifer wird zuerst einfach nur aufs Gold gegangen sein. Und äh, hat die äh, Elixier-Sammler da aus, außer Acht gelassen. Weil guck mal hier, hier passiert ja nicht viel. Guck mal, wenn wir jetzt den, die, das komplette Gold sozusagen abgeerntet haben, sind wir bei nicht mal 200k. Und es sind noch 300 da, wo du denkst, äh, okay. Und dann geht er aber zur, zu den Sammlern über. Und da passiert natürlich richtig was. Wir sind bei 370k gewesen. So, zack, zack, zack. Und wir haben ja sage jetzt mal 280 oder sowas in den Sammlern gehabt also hier eindeutig gewesen wirklich äh, dass der weniger in den Lagern im Elixierbereich hatte als im Gold da beim Goldlager bei den Goldlagern die waren halt voller so jetzt habe ich hier richtig klargestellt hier so gucken wir mal wunderschöner Go Viva Angriff okay Go Viva nennt man den wirklich so Weil, heißt das nicht Gova wie? Egal, ist ja vollkommen egal. Auf jeden Fall geht es hier um Golem vor, klar. Dann im Normalfall, ja, Magier hinterher und Valkyren halt auch. Und da schaue ich mal, ich, ich gucke gerade mal. Also wir haben den Sprung, das ist nice. Guckt mal, wir haben... Halt wirklich, es ist in den Lagern drin. Es ist in den Lagern drin auf jeden Fall. Ich würde fast sagen, ich, ich würde das teilen. Ich würde das teilen. Ein. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, wenn ich, wenn ich jetzt mal gucke, von wo würde ich reingehen. Luftabwehr ist für uns uninteressant. Wir haben nichts mit irgendwelchen Luftsachen am Start gerade. Deswegen ist es nicht wirklich relevant. Ich würde aber einfach sagen. Ich würde von hier und von hier mit jeweils einem Golem kommen. Und dann die Magier und halt auch Valkyren aufteilen. Und dann gucken. Eventuell schon mit den Schweinen die CB locken und gucken, ob was kommt, oder? Na gucken wir mal. Ich bin gespannt. Ja, okay, genau, genau. Jeweils ein Compartment, exakt, ganz genau, mit einem Golem versorgt. So sehe ich das auch. Vollkommen richtig. Mauerbrecher, einwandfrei, gut gelaufen, passt. Und jetzt noch ein paar, dass du da, du hast ein bisschen sehr viel Magier. Hier würde ich sagen. Jetzt, genau, jetzt kommt hier. Genau, so. Aber vollkommen richtig. Nicht beide Golems auf ein Compartment gesetzt, sondern wirklich gesagt, gut, okay, komm, hier machen wir das, was geht und dann läuft das. Ne, also ich würde mal sagen, du machst die Taktik auch schon öfter. Würde ich einfach mal sagen. Weil auch die Spells sind halt wirklich ordentlich gewählt. Das ist gut, dass du mit dem Sprung hier wirklich durchgegangen bist. Kommst gut weiter hier. Der Golem ist noch am Start, ist aber auch nur noch ein Mini-Golem. Zack, da ist er weg. Also hier haben wir jetzt nichts mehr. Jetzt muss man sich wirklich auf den unteren Bereich konzentrieren. Und wir haben noch die CB. Der hier ist schon weg. Da ist nicht mehr viel, da passiert nicht mehr viel. Wirklich, wenn es gut läuft, halt wirklich die beiden Lager halt hier. Ich, gleich, gleich die CB noch rein donnern. Ich, ich weiß natürlich nicht, was du drin hast. Aber hier gleich noch die CB, dass man halt wirklich die beiden Lager definitiv noch mitnimmt, während halt die ganze Dev noch auf die Riesen geht. Das wäre ganz clever gewesen. Ja, und jetzt kommt, okay. Ah, okay, hast du gar noch einen Mauerbrecher mit bei, der nicht viel gebracht hat, aber jetzt die Magier klären hier auf jeden Fall. Zack, zack. Aber wie gesagt, da hättest du halt die Chance noch nutzen können, dass die Magier vielleicht sogar noch ein bisschen mehr gehalten hätten, weil die Riesen halt ordentlich getankt hätten. So, Magierturm geht gleich down. Zack, das ist gar kein Thema. Da reden wir gar nicht drüber. Aber das war es dann auch. Aber auf jeden Fall ein richtig, richtig cooler Fight. Also wirklich gut gemacht, hast du halt wirklich jeweils. Zack, Golem, Golem. Das hat mir richtig gut gefallen. Und die Truppen halt auch gut. Ja, verteilt, aber wie gesagt, das sagte ich auch am Anfang halt. Oben hätten noch ein paar mehr Magier sein müssen, sage ich mal, dass man vielleicht noch weiter reingekommen wäre. Auch im oberen Bereich, da hättest du vielleicht sogar komplett ausgeräumt. Aber ganz ehrlich, das Heulen auf hohem Niveau war auf jeden Fall ein geiler Fight. Fand ich ziemlich nice. So, Daniel haut jetzt hier nochmal äh, ganz normal aus. Ich lasse das mal laufen, dann kann ich nämlich doch nochmal den ein oder anderen Kommentar beantworten. Und zwar geht es darum, Gusua, äh, ich habe auch eine Frage, wieso korrigierst du uns beim Satzbau? Äh, ist nicht negativ gemeint. Nee, das glaube ich, dass das nicht negativ gemeint war. Nein, ähm, ich korrigiere grundsätzlich nicht, nicht jeden irgendwie beim Satzbau, bloß wenn es halt eben dann wirklich so, so ganz extrem. Also ich bin halt wirklich einer, ich verwende gern elf Kommas in einem Satz, das weiß ich. Das ist auch nicht unbedingt so toll. Aber manche schreiben halt wirklich ganz, ganz, ganz komisches Zeug und da muss ich mir das dann, da kann ich mir das dann auch nicht verkneifen. Äh, liegt einfach nur daran. Also ist nicht irgendwie böse gemeint. Was ich richtig, richtig geil fand, also es geht jetzt darum, ich gucke jetzt unter dem äh, Hashtag Ultra Fan Video, dass ich halt wirklich sehe, ähm, es sind halt nicht nur fünf oder sechs Leute, die halt geschrieben haben, Hashtag Ultra Fan, weil wir haben das am Ende des Videos halt gesagt, ey, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, äh, schreibt mal hier Hashtag Ultra Fan. Da merkt man dann halt einfach wirklich, dass man auch ein 35-Minuten-Video einfach mal bringen kann und das auch geguckt wird. Und das finde ich schon mega geil. Also wirklich, wenn man sich halt sagt, gut, okay, kommt, passt auf, deswegen habe ich es extra auch reingeschrieben in den Titel: 35-Minuten-Folge. Dass man wirklich, wenn man sagt, ah, gut, okay, jetzt habe ich gerade nicht die Zeit dafür. Mir geht das selber auch so. Was weiß ich, wenn ich jetzt sehe, oh, hier, hab ich, hier kommt jetzt von JP oder sowas eine richtig, richtig längere Folge, wo ich mir auch sage, gut, okay, kommt, dann guckst du sie jetzt nicht gleich an, sondern eben später. Und und fertig, dann gönnt man die sich, wenn man die Zeit hat. Und von daher läuft das dann mega geil. Und von daher richtig, richtig cool, fand ich euren Support richtig, mega nice. Das dazu auf jeden Fall. Ich soll äh, Paul Krenz grüßen. Kriegen wir hin. Er feiert meine Videos, ja. Ey, ich, ich erlebe mich auch wirklich immer wieder dabei, dass ich meine eigenen Videos gucke. Ich, ich muss dann immer extra auf leise machen, weil, äh, ja, es sieht dann doch ein bisschen creepy aus, wenn man auf der Couch sitzt irgendwie und meine Frau hört dann, dass ich ein eigenes Video von mir angucke, dann denkt ihr auch, oh Mann. Der hat so einen Schatten. Nee, also von daher ist es aber trotzdem geil. Also, mir geht es dann auch immer so, wenn ich dann denke, oh, das war eine total mega knappe Kiste oder sowas. Dann denkt man, Alter, ja, genau, genau, ich fühle mich immer noch Also es ist richtig, richtig, richtig geil. Ähm, so, schönes Design, schöne Aufklärung. Ja, das ist sehr gut. Finde ich auch. Äh, dann schreibt Zocker mit Leidenschaft, bitte mach mehr solche Folgen. Ja, klar, wie gesagt, von der, von der Länge her. Im Normalfall immer so etwas um die 10-15 Minuten. Aber es wird halt eben auch manchmal ein bisschen, bisschen länger. So sieht's aus. Dann schreibt Marco Place noch. Kannst du bitte einen YouTube-Kanal sagen, wo es geile Intros für Handy gibt? Ich weiß nicht, was du meinst. Sorry. Kannst du bitte ein. K Kannst du bitte einen YouTube-Kanal sagen, wo es geile Intros für Handy gibt? Ich weiß nicht, was du meinst. Aber gut. Äh, vielleicht kann ein anderer damit was anfangen und der kann ja unten runterschreiben, hier an Marco Place, äh, das und das, weil ich weiß nicht, was er meint. So, das soll es zu der Folge gewesen sein. Ist natürlich wieder ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich wünsche euch was und ihr haut rein. Ciao, ciao.